Mich ja nicht wiederholen. Gestern war die Servicefirma da mit drei Autos, keine Ahnung wie viele Leute. Und wenn ich das so sehe mit diesem bläulichen Wasserdampf, fällt mir nur der Inspektor von der Umweltbehörde hier ein. Der hiesigen, der meinte, das kann ja auch vielleicht nur Wasserdampf sein. Wie gesagt, welcher Wasserkocher hat bläulichen Dampf, beziehungsweise welche Kaffeemaschine? Die andere Sache ist, ob das nicht irgendwann mal nach hinten losgeht. Ich denke, die Umweltbehörde ist eigentlich für die Umwelt und nicht für das Hotel. Irgendwann bleiben die Touristen vielleicht auch mal aus. Das kann doch alles nicht wahr sein, oder? Guckt euch das an. Ihr könnt das gerne auch hier in Monte Rojo, Cayo das Mamuligas hochfahren bis zum Ende und dann einfach runterschauen auf den Schornstein. Das ist der Hit, die wahre Pracht.